Jens Kretschmer, Verbandsvorsteher des Wegezweckverbands, plant eine offizielle Eröffnungsfeier mit und für die Kunden. Ja, vom Wegebau angefangen sind wir ja auch in den weiteren Jahrzehnten zum Thema Abwasserentsorgung gekommen. Wir machen, das wissen die meisten unserer Kunden, die Mülltonnen leer, betreiben Recyclinghöfe, die Deponie im Kreis Segeberg im Auftrage des Kreises. Wir machen auch eine Aufgabe des Landes, die Gewässerpflege auf Trave, Alster, Wille und Rönne und sind des Weiteren seit kurzem im Bereich der Breitbandversorgung tätig. Ja, auch für gewerbliche und industrielle Kunden sind wir tätig. Das machen wir mit unserem Tochterunternehmen WZV Entsorgung, weil dort eben besondere Bedürfnisse bestehen im gewerblichen Bereich. Wenn man zum Beispiel an Sonderabfallentsorgung denkt, wenn besondere Produktionsabfälle entstehen oder bei Renovierungen, Sanierungsmaßnahmen besondere Abfälle mit besonderem Schadstoffpotenzial entstehen, dann sind wir der Ansprechpartner für die private Wirtschaft. Wir haben unseren Hof hier gerade eröffnet, Anfang Januar. Aber das war nicht so das schönste Wetter dafür, für eine richtig schöne Veranstaltung. Wir machen dann Anfang April, wenn es wieder grün wird im Garten, machen wir einen großen Tag der offenen Tür. Wahrscheinlich wie üblich mit einer großen Präsentation all dessen, was wir so an Dienstleistungen erbringen, aber auch mit einigen Aktivitäten für unsere Kunden im privaten wie gewerblichen Bereich. Vielleicht auch mit einem Flohmarkt, damit man ein bisschen was für die Vermeidung und Verwertung tun kann. Neben der sachgerechten Entsorgung von Abfällen und Wertstoffen sowie schadhaltigen Abfällen unterstützt der WZV durch die Sammlung von Briefmarken, Korken, Spielzeug und Handys zudem zahlreiche Projekte im Sozial- und Umweltbereich.